Blausaft. Jedes Fässchen ein Genuss. Nur 2 Laubtaler. Ein guter Schluck bringt großes Glück. Ein Qualitätsprodukt der freundlichen Waldzwerge. An dem Wort freundlich steht ein kleines Sternchen und ganz unten dazu noch etwas Kleingedrucktes. Der Kauf und/oder Verzehr dieses Waldzwerge-Erzeugnisses verpflichtet die Waldzwerge nicht dazu, den Kunden freundlich zu behandeln. Nur noch ein Fässchen Blausaft ist übrig. Scheint, als ob hier in Mauswald der Blausaft knapp wird. Wir müssen da doch rankommen. Ist voll wichtig. Nur noch ein Fässchen Blausaft ist übrig. Scheint, als ob hier in Mauswald der Blausaft knapp wird. Ja, ich meine, ob überhaupt so eins reicht, ein Blausaftfass? Leer. Ja, dann will ich jetzt mal die geheimnisvollen Wege entlang gehen. Ich meine, der ist ja überflutet. Vielleicht kommen wir da später mit dem Blattboot lang oder so. Mal gucken. Hier komme ich nicht durch. Da ist eine ganz tiefe Pfütze auf dem Weg. Ist der aber riesig. Der riecht ganz schön ledrig. Wer den wohl verloren hat? Der große Fluss da hinten ist über die Ufer getreten. Sieht so aus, als hätten die Bewohner ihre Häuser verlassen. Ich frage mich immer noch, wer hier geredet hat, aber okay. Ich will jetzt mal da lang. Oh, den kennen wir doch vom Anfang. Aha, schon wieder so ein Posthorn. Sieht so aus, als ob die Zwerge auch mit der Post in Kontakt stehen. Aber wenn sie diesen beliebten Blausaft brauen, dann verschicken sie den sicher auch per Post an Kunden. Wieder eine Notiz? Da steht etwas auf dem Zettel. Quarantäne. Unser Mitbewohner Steinberg-Waldzwerg leidet an einer schlimmen Krankheit. Er ist grimmig und schlecht gelaunt und richtig mies drauf. Und jetzt ist er auch noch krank und hustet und niest. Nicht stören. Bis zum Ende der Quarantäne zelten wir tief im kalten Wald auf matschigem Boden. Deshalb sind wir grimmig und schlecht gelaunt und richtig mies drauf. Blausaftproduktion wird ausgesetzt, bis Steinberg wieder gesund ist. Schmiedeeisen und Holzer, Waldzwerge. Tja, so sieht's also aus. Fest verschlossen. Da hängt ein Zettel. Das haben wir ja schon gerade gelesen. Wenn man größer ist als eine Maus oder als ich, könnte man es glatt übersehen. Aber es ist da. Versteckt zwischen Baumwurzeln und Moos. Komme ich jetzt hier gar nicht weiter? Der große Zarow, hellsichtiger Illusionist, bald auch in ihrer Nähe. Wann denn? Und wo? Komisch. Spannend. Schade, dass das Tor zu ist. Spannend. Schade. Ein schnell dahingluchsender, kaltkieseliger Feld, Wald und Wiesenbach. Er fließt hier noch viel schneller als drüben in Mauswald. Da drüben sieht es auch interessant aus. Aber hier komme ich nicht über den Bach. Ach, wie komme ich denn über den Bach? Also ich kann ja nur da durch das Gittertor. Kann ich das denn selber öffnen? Ursula? Oh. Du hast ja alles durcheinander gebracht. Oh. Wer könnte ihr schon lange böse sein? Vielleicht mit dem Nagel oder so? Wir haben ja kein Werkzeug mehr. Vielleicht sollten wir sie auch erstmal zurückbringen. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Gut, dann kann ich hier nicht lang. Ich gehe erstmal zurück. Vielleicht sollten wir Ursula einfach erstmal zurückbringen.
Es sei denn, sie wird so ein Maskottchen. Oh. Er hat mit uns, glaube ich, geredet. Der war doch vorher nicht da. Hallo, Herr Frosch. Das ist immer so merkwürdig. Man geht einmal raus aus dem Bild und rein. Auf einmal ist da doch wieder jemand irgendwie auch gruselig. Na, wenn das nicht der vielversprechende junge Baumläufer Jerry ist, von dem alle Welt spricht. Du hast nicht zufällig gerade einen Feuerzaubergriff bereit, oder? Das bin ich. Aber leider bin ich noch mitten in der Ausbildung. Gerüchte verbreiten sich hier schnell. Ich hoffe, dir ist klar, dass ich mit dem Feuerzauber nur Spaß gemacht habe. Mein Fahrrad ist nämlich aus einer Streichholzschachtel gebaut. Die brennen wie Zunder. Bist du Plato, der Briefträger? Dein Fahrrad steckt echt im Eis fest. Ich muss leider weiter. Bist du Plato, der Briefträger? Nun ja, wenn die Pakete heute nicht ankommen, bin ich wohl wieder nur Plato, der Frosch. Dein Fahrrad steckt bla bla. Dein Fahrrad steckt echt im Eis fest, hm? Ich denke, das Eis wird morgen geschmolzen sein. Das bringt mir aber nichts. Wenn ich die Pakete heute nicht austrage, habe ich bald keinen Job mehr. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Ja? Viel Glück, Plato. Bis bald. Danke. So ein Unglück. Ich wollte doch heute Abend mit Anja ausgehen. Ja, Anja, ich wollte nämlich gerade sagen, die wartet ja schon die ganze Zeit auf ihn hier mit ihren Accessoires. Aber er kann es ja bringen. Sind das deine Pakete und Briefe? Nein, aber ich bin für sie verantwortlich. Aber jetzt ist mein Rad hier stecken geblieben und ich bekomme es nicht frei. Das heißt, ich kann die Post nicht verteilen. So spät war ich mit meiner Runde noch nie dran. Soll ich die Post vielleicht für dich austragen? Du willst die Postsendungen wirklich für mich ausliefern? Klar. Ich laufe hier sowieso schon den ganzen Tag hin und her. Damit würdest du mir wirklich helfen. Dann kann ich auf mein Rad aufpassen. Weißt du, meine empfindlichen Froschfüße sind besser zum Fahrradfahren geeignet als zum Wandern auf Waldwegen. Kein Problem. Die Post ist schon so gut wie ausgetragen. Ja, ich wollte auch gerade da sagen, warum macht er das denn nicht selber zu Fuß? Aber okay, wir machen das, dann gehen wir zurück. Und seinem Fahrrad müssen wir vielleicht dann nochmal helfen. Ja, ist ein guter Grund, jetzt einfach mal zurückzugehen. Schade, dass wir nicht einfach so eine Karte haben, auf die ich klicken kann und... Oder vielleicht haben wir sogar eine Karte? Haben wir eine Karte? Nee, das ist Hauptmenü und Speichern und Tagebuch und Bonussammlung. Nee. Sieht nicht so aus. Ach, der Humbert ist ja weg. Nicht, dass er nachher wieder da ist, weil wir haben ja jetzt keinen süßen Kram mehr für ihn. Nicht, dass wir dann nicht mehr wieder rüberkommen. Das wäre natürlich doof. Da muss ich mir wieder was Neues einfallen lassen. Wobei wir jetzt halt den Löffel haben für den Zucker vielleicht. Aber der ist bestimmt für den Kaffee oder so. Ich weiß immer noch nicht, wie ich dem einem schlafenden Typ beim mürrischen Gartenhase den Kaffee geben kann. Guck mal, was wir für dich haben. Du hast nicht zufällig Plato den Frosch gesehen, oder? Haben wir. Ich warte hier schon die ganze Zeit auf ein Paket aus der Superhörnchen-Boutique für fesche Hörnchen. Ich weiß. Vielleicht hätte ich mit meinem Cousin Edgar zusammen die Stadt verlassen sollen. Wenn ich hier stehe und daran denke, dass die Krähen jederzeit zurückkommen könnten, da wird einem ganz anders. Aber ich muss mein Paket haben. Ja, schau mal, was wir für dich haben. Guck mal hier in meinem Inventar. Da kann ich dir auch ein Päckchen geben. Das sind bestimmt deine wunderschönen Accessoires. Bitteschön. Ist das nicht eine super fesche und totschicke Superhörnchen-Halterin? Ja, total schön. Wir bekommen sicher alle Lust, mich ins Theater einzuladen. Bestimmt. Vielen Dank. Bitte gern. Hier ist etwas Trinkgeld. Ach, wie liebreizend von dir. Jetzt kannst du dir auch etwas Schickes kaufen. Ja. Aber einen schicken Hut hast du ja schon. Zum Beispiel. Wie
stehen uns total gut. So. Das freut mich ja für die Edith. Nicht die Anja. Edith hieß sie. So. Was haben wir jetzt bekommen? Kohle? Wir hatten noch nie Kohle und die brauchen wir doch. Ein Laubtaler. Ich glaube, da brauchen wir Baldrian. Oder? Baldrian können wir uns in der Apotheke davon kaufen. Wir gehen da jetzt erstmal rein. Damit Anja auch Bescheid weiß. Eine totschicke Accessoire-Tasche. Total schön. So. Und sein Radio haben wir ja auch gesehen. Vielleicht sagt er da ja auch nochmal was zu. Extravagant. Willkommen zurück. So. Schweres, gut verpacktes Päckchen. Magischer, anmutiger Brief. Ich weiß hier gar nicht, was für wen ist. Ist das für dich? Nein. Ich habe Plato versprochen, die Post schnell und zuverlässig zuzustellen. Ach so, nicht für dich. Für wen ist dann der parfümierte Brief? Der Brief sieht seltsam aus. Er ist an Senor Molena adressiert. Absender ist M. Calavera, Reiseberater. Ich weiß nicht, ist das wirklich für Sie? Nein, ich habe Plato... Nee, das klang jetzt auch nicht so. Und der... An die liebreizende Stimme von Welle 103.5. Ach so. Ja. Hallo. Dann also an ihn hier. Eilzustellung an Herrn Greber. Sorry, jetzt bin ich gerade aus der Ausnahme geflogen. Da ich angerufen wurde. Ne, Quatsch. Angerufen wurde ich danach. Nee, ich bin rausgeflogen, weil mein anderer Part fertig gerendert war. Genau, so. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich wollte ihm den Brief geben, den er schon bekommen hat. Oh nein. Und? Hallo. Guten Tag, mein Freund. Was wollte er jetzt damit, dass... Nee, dann sind da die Krähen, das erzählt er uns mal wieder. Ich muss dann mal weiter. Auf bald. Und denk dran. Welle Sumpf, Maulwurf, Maulwurm. Oh, ja. Das hat er bekommen. Hä? Wieso haben wir uns jetzt den offenen Umschlag genommen? Aha, das ging. Gut, haben wir eine Belohnung bekommen? Oder nicht? Leerer geöffneter Briefumschlag. Becher mit Aufdruck. Wo haben wir den denn auf einmal her? Ich höre Welle Sumpf 103.5. 5. Der Becher ist leer. Ach, dann haben wir den wohl bekommen. Weil ich hier rausgeflogen bin, habe ich das jetzt nicht gesehen. Wie er denen den Brief gegeben hat, was wir bekommen haben. Das wird wohl der Becher sein. Dann können wir jetzt Kaffee uns holen. Mit Zucker sogar. Yay. Der riecht noch etwas nach Parfüm. Mhm. Wem gehört jetzt das? An Herrn Kirchenmaus Senior. Ich frag mich, was da drin ist. Ah, okay. Dann warte ich jetzt mal, bis der kommt. Warte mal, Kirchenmaus. Ist das der, der immer hier hin und her läuft? Ich glaube schon. Der soll mal wieder reinkommen. Da. Ich habe Plato versprochen, die Post schnell... Das ist nicht das Richtige. Und das andere? Oh, schnell, sonst ist sie wieder draußen. Nein, ich habe Plato versprochen, die Post... Nee, auch nicht. Okay, dann sind die gar nicht, aber ich kann ja mal Kaffee holen. Ich versuche das jetzt mal mit dem Kaffee. Einmal heißer Kaffee. Yippie! Das funktioniert sogar, das finde ich gut. Ja. Schade, dass ich keinen Kaffee mag. Dann gehe ich jetzt mal hier wieder raus. Ich hoffe, er will ihn jetzt nicht noch gezuckert haben. So, wer wollte denn jetzt noch die... Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Wir müssen nämlich ja auch noch Ursula wegbringen. Mein Gott, ich habe so viel zu tun hier. Weiß gar nicht, was ich immer alles zuerst machen soll. Ich denke dann immer zufällig dran.
So, das ist Konrad. Das ist der Marquis, das ist Jonathan. Wem sagen wir das denn jetzt mit der Ursula? Ursula. Ich glaube, sie fühlt sich bei mir ganz wohl. Echt? Ich glaube, sie fühlt sich bei... Wo bringe ich sie denn hin? Ich habe ihre Nichte gefunden. Die kleine Ursula? Uhu. Eine Krähe hat sie angegriffen. Uhu. Wie geht es ihr? Sag schon. Uhu. Sie ist wohl auf. Aus seiner Hosentasche, nee, ist klar. Ich habe die Krähe vertrieben. Die Feder zeigt mir, dass du die Wahrheit sagst. Ich danke dir, Jerry. Du bist ein wahrer Baumläufer. So nennen wir Tiere, die anderen in Not beistehen. Uhu. Gute Arbeit, Jerry. Ich bin stolz auf dich. Ach, das war doch nichts Besonderes. Ja, er freut sich voll. Und wir haben eine Belohnung bekommen. Zurück zu Hause, weil wir die Kleine zurückgebracht haben. Sie schläft. Tapferes kleines Mädchen. Ach, süß. Was ist das jetzt hier? Erfolge. Familientreffen. Führe eine glückliche Familie wieder zusammen. Aha, Okay. Keine Ahnung, was ich noch alles machen muss. Deswegen spiele ich jetzt einfach mal hier. Ach, aha, ist ja interessant. Da ist noch viel mehr zu entdecken, sehe ich gerade, aber ich möchte weiterspielen. Und hier habe ich dann nichts mehr. Okay, die haben wir zurückgebracht. Wir haben zwar einen Erfolg bekommen und eine Errungenschaft, aber keine Belohnung an sich im Spiel. Fahrt hinter Rathaus, genau, um den Kaffee dem Typen zu geben. Oder? Nee, ich will aber eigentlich zum... Ach, was macht er denn hier? Momentchen mal, wie kommst du denn hierher? Ich benutze mal die Münze. Dann ist er immer hier dran. Aha. Okay. Laufe ich jetzt falsch? Ja, ich laufe falsch. Das war ja wieder klar. Ich will in den Garten. Ich komme auch so lang. Ich wollte nur in den Garten. Super. So, jetzt geben wir ihm nochmal schnell den Kaffee. Mein Kaffee ist abgekühlt. Wie? Ist ja egal, er kann ihn doch trotzdem trinken. Ach, da muss man sich beeilen, oder wie? Ich gebe ihm was von meinem Kaffee ab. Doch, geht. Ich bin wach. Ich bin dir so dankbar. Nimm das. Du hast eine Quartettkarte gefunden. Um deine Sammlung anzusehen, öffne das Inventar, Spielmenü und klicke auf Bonussammlung. Aha, okay. Ohne dich wäre ich noch zu spät zur Arbeit gekommen. Ich... Wie jetzt? Was soll das denn jetzt? Ich glaube, wir brauchen einen stärkeren Kaffee, der heiß ist. Das war bestimmt, weil der jetzt... ich verstehe. Und dann müssen wir nochmal zurück. So geht das ja nicht. Schnell nochmal ins Café. Ah, das geht gut schnell, wenn ich hier schnell doppelklicke immer. So. Einmal heißer Kaffee. So, der ist jetzt heiß. Schnell raus. Schade, dass ich keinen Kaffee mag. So, raus. Wo gehe ich jetzt am schnellsten lang? Über die Baumwurzel? Ja. So, schnell den Kaffee. Ist das jetzt schnell genug? Das habe ich schon gemacht. Hoffnungslos. Und mit Zucker? Das habe ich ja noch nicht ausprobiert gehabt. Die Maus ist ganz in Gedanken, wenn sie herumläuft.
Schöner Garten. Nur gucken. Nicht anfassen. Hat schon kapiert. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder bei The Night of the Rabbit und versuchen dann weiter unser Glück hier und schauen, wie wir am besten weiterkommen. Freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann.